Frau Präsidentin, Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es wurde in der Debatte hier einiges angesprochen und ich möchte auf einige Punkte vorab schon mal eingehen. Insbesondere Kollegin Delligösch hat vier Punkte genannt. Die Evaluierungsmöglichkeiten, die im BMBF nicht so laufen. Es gibt mittlerweile, und das wurde Ihnen oder dir, liebe Ekin, auch zugestellt, ein Evaluierungsleitfaden neu, der aufgelegt wurde. Es wurde an die Haushälter versandt am 6. Juli. In diesem Evaluierungsleitfaden ist dargestellt, wie das BMBF die Evaluierung vornimmt. Das ist nicht so einfach in vielen Bereichen, weil schlicht und ergreifend die Ergebnisse von Projekten, die gefördert wurden, oft 5, 6, 7 Jahre erst später eintreten als in dem Förderungszeitraum. Deswegen ist vielleicht auch immer ein kritisches Auge natürlich sehr wichtig. Aber hier hat das BMBF seine Hausaufgaben gemacht und auch die Anregungen des Bundesrechnungshofes sind mit eingeflossen. Das Großprojekt FAIR, es hakt ein bisschen. Damit haben wir uns auch im Berichterstattergespräch befasst. Das ist aber bei großen internationalen Projekten leider oft so der Fall. Wir müssen als Haushälter darauf achten, dass haushalterisch es wirtschaftlich ordnungsgemäß geht. Aber auch die Frage nur einer reinen wirtschaftlichen Ausrichtung oder wirtschaftlichen Handhabung dieses Projekts alleine reicht nicht aus. Denn bei Großprojekten, in denen international geforscht wird, sind auch Nationen mittlerweile eingebunden, auch beim Projekt FAIR, mit denen wir vielleicht diplomatisch im Moment nicht gerade so auf gutem Fuße stehen. Und deswegen ist hier die Wissenschaft mit ein Punkt, dass wir gemeinsam vorankommen können, im Gespräch bleiben können. Und dann muss man eben auch mal akzeptieren, wenn es sich etwas verzögert. Wobei man aber bei FAIR sagen muss, es ist im Finanzrahmen, aber wir werden das kritisch begleiten. Ein weiterer Punkt, der muss auch kritisch begleitet werden. Es fließen da auch die Mittel nicht so ab, ist der Rückbau der atomaren Forschungsanlagen. Aber hier sind wir gesetzlich verpflichtet, Mittel einzustellen. Denn bei diesem Rückbau soll auch insbesondere Jülich geräumt werden. Es sollen atomarer Abfall in Zwischenlager geräumt werden. Nordrhein-Westfalen hat auch die sofortige, unverzügliche Räumung angeordnet. Nur bislang hakt es eben in dem Transport in ein Zwischenlager. Da ist Nordrhein-Westfalen noch nicht so zu Potte gekommen, um es mal lässig auszudrücken. Lehreroffensive, Qualitätsoffensive, Lehrerbildung. Hier haben wir etwas auf den Weg gebracht als Fachpolitiker. Ich war damals noch Fachpolitiker, insbesondere mit dem Augenmerk, dass wir sagen, eine Lehrerausbildung muss heute anders betrachtet werden als vor 20, 30 Jahren, weil der Lehrerberuf neue Herausforderungen auf sich zukommen hat, insbesondere durch Inklusion, jetzt nicht nur durch behinderte Kinder oder Jugendliche, sondern auch die Klasse ist ja nicht mehr homogen, sondern durch das diverse Bild in einer Klasse. Wie gehe ich mit Schülerinnen und Schülern aus verschiedenen Kulturkreisen um? Da müssen wir qualifizieren. Da haben einige Länder gute Projekte eingereicht, andere nicht. Die müssen nacharbeiten. Diese Chance wird ihnen eingeräumt. Und deswegen ist der Mittelabfluss dort eben im Moment leider nicht so hoch. Aber wenn die Länder ihre Hausaufgaben machen, was zwingend notwendig ist, werden wir auch dort zu guten Mittelabflüssen kommen. Und dann Hochschulbau. Der Hochschulbau war mal eine Gemeinschaftsaufgabe. Und für die Entflechtung haben wir jetzt Gelder eingestellt, und zwar im Jahr 695 Millionen für den Hochschulbau. Das zahlt der Bund. Nur nicht jedes Land benutzt diese Gelder auch für Hochschulbau. Denn und da haben die Länder leider, muss ich sagen, vielleicht auch den Bund ein bisschen über den Tisch gezogen, dafür gesorgt, dass sie keine Zweckbindung mehr
haben und diese verfolgen müssen. Sie müssen allen noch nicht einmal nachweisen mehr, wofür sie das genauestens ausgegeben haben. Also ist es doch nicht der Bund, der hier in der Verantwortung steht, sondern jedes eigene Land dafür zu sorgen, dass die Mittel, die der Bund schon zahlt, auch dort ankommen, wo sie hinkommen sollen. Und jetzt komme ich wieder zu unserem Haushalt. Es war wunderschön mit anzuhören, wie jeder diese 17, ich runde es mal ab, auf 6 Milliarden gelobt hat. Das ist eine tolle Steigerung, 10 Milliarden. Ich weiß noch, als ich 2005 hier als Fachpolitikerin zum ersten Mal eine Rede hielt, waren das 7,6 Milliarden, 10 Milliarden mehr. Damit kann man viel anfangen, aber es ist auch gut so. Weil nämlich dieser Betrag die Zukunft Deutschland darstellt. Denn wie kann man das Geld besser verwenden als in die Bildung von Kindern, in die Ausbildung von Jugendlichen und eben in die Stärkung des Forschungsstandortes in Deutschland? Und dieser Rekordhaushalt, das wurde auch erwähnt, geht eben nicht zulasten der kommenden Generationen, sondern wir schaffen dies durch unsere guten Steuereinnahmen und durch unsere gute Haushaltsstruktur. Und ich weiß, dass viele Kolleginnen, insbesondere von den Linken, eine schwarze Null nicht als das Erstrebenswerte und das Zeitgemäße ansehen. Aber ich selbst betrachte es als einen fundamentalen Schritt zur Zukunftsvorsorge und Nachhaltigkeit eben für unsere nachfolgenden Generationen. Und das sind wir Ihnen auch schuldig. Der Zeitschrift Spiegel hat erst kürzlich in einem Artikel erwähnt, und ich zitiere, der jetzige Zustand, ein Haushalt, der seit 2 Jahren ohne Neuverschuldung auskommt, über Jahrzehnte so wahrscheinlich war wie ein Schneegestöber in der Sahara. Also, wir haben es geschafft. Wir haben womöglich sogar das Schneegestöber. Aber ein positives. Wir sind in einer haushalterischen Situation, die die Möglichkeiten eröffnet zum kontinuierlichen Ausbau von langfristigen Forschungsprojekten und neuen Akzenten. Und zugleich aber auch ist es eine fundierte Basis, um aktuelle gesellschaftliche und bildungspolitische Herausforderungen zu bewältigen. Und dafür hat die CDU gesorgt mit, nämlich durch eine vorausschauende langfristige Finanz-, Arbeits- und Wirtschaftspolitik. Unter der Führung, ich korrigiere mich, unter der Führung der CDU-CSU. Ich korrigiere mich. Gut. Dieser Haushalt strahlt Kontinuität aus, und das ist ein gutes Markenzeichen, ist eine gute Botschaft. Und zwar nicht nur in der Beständigkeit des Aufwuchses, sondern auch in der Realisierung unserer Koalitionsvereinbarung. Dafür danke ich der Ministerin ganz herzlich, dass sie auch hier fortgeschrieben hat, die Akzente, die wir als Haushaltspolitiker und die Fachpolitiker gesetzt haben im Haushaltsverfahren, dass die in diesem Niveau weitergeschrieben worden sind, wie 2016 vorgesehen. Von den vorgesehenen Milliarden, 23 Milliarden in dieser Legislaturperiode, gehen eben 9 in Forschung und Bildung. Und das können wir, sage ich, also sehr gut gebrauchen. Und wir kommen unseren Aufgaben damit nach. Wir kommen aber auch unseren Aufgaben übermäßig den Ländern gegenüber nach. Denn das muss man jetzt mal wieder wiederholen. Wir haben durch den Hochschulpakt den Länder über Jahre hinweg entlastet. Wir tragen die Erhöhungen mittlerweile für die außeruniversitären Forschungseinrichtungen in der Finanzierung selbst. Wir haben das BAföG übernommen, und wir haben dadurch eben auch gezeigt, dass wir verantwortlich umgehen, auch in der Frage mit Flüchtlingen. Sind wir dem Bund entgegengekommen, den Ländern entgegengekommen, und haben hier Programme weiterentwickelt und ausgebaut, zum Beispiel BOF, also das Berufsorientierungsprogramm, jetzt auch für Flüchtlinge, oder eben im Bereich Kultur macht stark, im universitären Bereich. All das ist etwas, was eigentlich ursprünglich Landesaufgabe gewesen wäre, aber wir in unserer Verantwortung sagen, diese große Aufgabe kann nicht allein gestemmt werden, und wir stehen den Ländern hiermit zur Seite. Da muss man auch einmal sehen, ich habe nicht mehr viel Zeit,
dass die Länder zu einem großen Umfang, es schwankt zwischen 65 und paar 70 Milliarden, in diesen letzten zwei Jahren entlastet werden. Und das ist zu sehen. Wir haben viel erledigt. Es wurde alles eigentlich angesprochen. Leider kann ich wegen meiner Redezeit nicht mehr darauf eingehen. Aber wir sind auf einem guten Weg mit diesem Haushalt. Wir haben mit Sicherheit gute Haushaltsberatungen, die das ein oder andere noch verbessern. Und ich freue mich auf die gute Zusammenarbeit. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Letzter hat jetzt der Kollege René Röspel zu diesem Einzelplan das Wort.